So, herzlich willkommen zu Going Medieval und zu meiner Wenigkeit. Herzlich willkommen im Mittelalter und wir haben unsere Kapelle endlich fertig gebaut. Das sieht auch schon eigentlich ganz schön aus. Wir haben Abfall, wir haben auch unseren Kohl, der ist in ein paar Stunden sogar fertig. Mal gucken, wie er dann aussieht, wenn er dann fertig ausgereift ist. Bin ich ja mal gespannt, müsste ja sogar bald passieren. Dann kann das ja geerntet werden. So, mal schauen, was passiert gleich. Von 4 auf... Na? In einer Stunde. Gleich müsste sich das ändern. Wie lange so eine Minute gehen kann, ne? Gibt's doch nicht. Da haben wir noch 2 Stunden, eine Stunde... Ah, nee. Das waren alle. Okay, 6. Die sind alle reif. Jetzt ist halt die Frage, was man damit macht, ne? Weil ich glaube, die werden ja auch schlussendlich irgendwann mal auch... So, die sind hier so fleißig, die Dudes. Das ist der Wahnsinn. Und sie ist immer noch am Forschen. Ja. Wir machen mal die Dächer wieder aus. So sehen wir mehr. Vor allem, haben wir eigentlich unseren Smoker jetzt hier fertig? Warte auf Siedler, Gebäude nicht erreichbar. Warum ist der nicht erreichbar, das Gebäude? Das wurde doch von hier aus gebaut. Schade. Müssen wir wegmachen. Müssen wir wegmachen. Ah, schade, schade. Weil ich habe ja gesagt, wir haben hier so ein Räuchergebäude, wo wir Lebensmittel mit haltbarer machen können. Und das wollte ich eigentlich jetzt mal so langsam bauen. Ich weiß nur noch nicht ganz genau... Wohin? Aber wir machen das mal dahin. So, es wird auch schon wieder Nacht. Erreichte deine Verteidigungsanlage haben wir noch als Aufgabe oder als Hinweis. Forschung verfügbar. Ja, da müssen wir auch mal nochmal gucken. Forschung, stimmt. Da wollen wir mal schauen. Ja, Bier, ne? Ich glaube, Bier. Wie viel Bier haben wir denn überhaupt noch? Bier ist alle, ne? Bier ist alle, ja. Nix mehr mit Bier. Und wie wir wissen, ist Bier ja doch schon sehr wichtig in diesem Spiel. Ja, bis wir Chemie haben. Wir müssen erstmal brauen. So, Brauanlage. Ausgestattet mit einem Kupferkessel zum Bierbrauen. Bier und ganz viele grober Wein. Okay. So, wo baue ich das denn jetzt hin? Weil hier kommt ja die Küche hin. Oder das ist ja die Großküche, ne? Das haben wir ja schon umgestellt. Obwohl, das zählte ja nicht, weil unsere Backgammon-Tische hier nicht gezählt haben. Okay, dann lasst mal ganz kurz innehalten. Unser Wald wird immer weniger. Tja, wir müssen auf jeden Fall wieder Holz fällen. Da kommen wir nicht drum rum. Wir fällen mal ein paar Bäume. Okay. Machen wieder Play. Wir warten mal bis zum nächsten Tag, weil ich glaube, jetzt ist so grob, lohnt sich das auch gar nicht mehr, das jetzt ist so richtig. Okay. Ja, hier haben wir auch noch so viel zu tun. Aber die Bäume, die wir da schon mal gepflanzt haben, damit haben sie erstmal genug zu tun. Das muss auch erstmal fertig werden, weil wir brauchen Bäume. Ohne Bäume wird das nichts. So. Goldgief hat seine Baufertigkeit noch viel, viel weiter erhöht. Sehr cool. So, und da wird das Gebäude so langsam fertig gebaut. Oh, wir haben hier so viele Jagdgründe, das ist super cool. Transportiert zum Lager. Ah, Clement war jagen. Boah, der hat das aber ganz schön lange gejagt, ne? Guck mal, diese nee, das sind die Blätter, Entschuldigung. Animation fehlt wieder. Abfall, Kadaver.
Was ist denn ein Skelett? Knochenhaufen. Jetzt bringt das dahin. Okay, er verarbeitet es anscheinend gleich. Es ist aber schon 22 Uhr, liebe Leute. Ihr müsst so langsam pennen gehen. Und die ackern sich hier ein zu Ast. Eieieiei. Dorfbewohner sind erschöpft. Ja, das glaube ich. Geh mal wieder. Ja. Geht mal bitte alle jetzt pennen. Das geht ja so nicht. Er setzt sich erstmal hin, Clement. Unser neuer Dorfbewohner, den wir ja ergattert haben durch ein paar Banditen. Leute, ihr könnt pennen. Bitte. Ihr müsst pennen. Ja, okay. Jetzt bewegen sie sich alle zu Bett. Sehr schön. So, mal gucken. Ja, unser Lagerplatz wird so langsam ein bisschen... ja. Wir brauchen ja für den Winter ja auch... Das kommt ja dann auch noch hinzu. Für den Winter brauchen wir ja auch noch Klamotten. Also das wird auch noch eine lustige Hausnummer. Und eine richtige Verteidigung haben wir ja auch noch nicht. Wohl bemerkt, ja. Das wird alles noch sehr, 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 sehr interessant. Muss man sagen. Ich weiß gar nicht, wie wir das alles schaffen sollen. Kupferkessel zum Bierbrauen. Jetzt ist die Frage, brauche ich zum Bierbrauen unbedingt ein Gebäude oder ist das relativ? Ansonsten machen wir hier ein kleines Häuschen noch nebenan. Zum Bierbrauen. Und dann, ja, gucken wir mal. Machen wir hier eine große Werkhalle oder sowas für alle Berufe, so nach dem Schema. Das wäre ja eigentlich eine ganz gute Idee. Wobei ich da erstmal gucken muss. Machen wir mal ein größeres Gebäude. 4-4, ja. Zack. 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 So, Holztüren. Machen wir da mal eine rein. Sommer. Der Sommer erscheint wie ein warmer Segen und lockt die Siedler, ihre warme Kleidung abzulegen. Jetzt war es an der Zeit, unterirdisch Vorräte anzulegen, um die Lebensmittel für die kommenden sonnigen Tage frisch zu halten. Okay. Upsala. Mir fällt aber noch auf, ich brauche ein paar Fenster hier dran. Und da können wir, das müssen wir mit einbauen. Ansonsten sind die hier zerkocht in diesen Gebäuden. Bauen Holzfenster. Da eins hin. Ja, mit dem Dach warte ich nochmal ein bisschen. Das dauert ja jetzt erstmal, bis das richtig ist. Die müssen erstmal ihren Tag starten. Die sind hier immer noch am Pflanzen. Das ist der Wahnsinn. Das dauert aber auch ziemlich lange, bis sie das haben. Wohl bemerkt. Ist auch gar nicht so einfach, das alles zu koordinieren, was man jetzt alles so vorhat. vor allem, weil Diana jetzt nur am Forschen ist. Aber gut. Soll sie ja. Oh, Gottes Willen. Das wird ja noch lustig, Leute. Also Holz zum Fällen hätten wir auch noch genügend. Komm, kann alles weg. Die sind wieder fleißig am Bauen. Weil dann wird das hier eine riesengroße Werkstatt, vielleicht sogar in drei kleinen Bereichen. Also hier einmal eine Wand ziehen und hier einmal eine Wand ziehen. Dann hätten wir hier drei Bereiche mit drei Handwerksberufen, wo das Lager nicht so weit weg ist.
Eigentlich eine perfekte Idee, meines Erachtens. Wohin geht sie? Ach, holt Holz. Da unten ist noch Holz. Ah, lol. Da ist natürlich ein großes Gebäude, ne? Also das darf man auch nicht vergessen. Das dauert natürlich, bis das jetzt fertig ist. Ja, Diana und ihr Forschen. Wir machen mal 20 Punkte draus. Ich brauche jetzt eher mehr tatkräftige Hände. Wir machen mal 19 draus, weil dann hat sie das erreicht und dann kann sie da aufhören und dann kann Diana noch was anderes machen. Weil Diana hat doch auch noch andere Fertigkeiten, oder nicht? Redekunst, Schmieden, interessant. Bau, auch Bau zum Beispiel kann sie mithelfen. Von da aus ist das schon mal ganz praktisch. Oder auch Gegenstände liefern, bringen und etc. Von da aus, da kommen wir schon mal auf dem richtigen Holzweg. Holzweg, ja. So, okay, sie hört auf mit dem Forschen, sehr gut. Könnten wir denn forschen? Ja, wir könnten dekorative Banner machen. Was machen die denn überhaupt? Okay, die flattern einfach nur in der Brise des Windes. Alles klar. Gut. Unser Forschungsturm, den würde ich auch noch erhöhen. Also da würde ich dann auch noch einen Stockwerk höher machen, weil ich würde hier schon eine Wendeltreppe reinbauen und dann hätten wir noch einen weiteren, einen Stockwerk höher, noch einen weiteren Raum. Weil es gibt ja auch noch einen zweiten Forschungsraum. Und, genau. Und warum ist sie schlecht gelaunt? Kann man das herausfinden? Etwas hungrig. Ja, dann sollte sie vielleicht etwas essen. Aber sag an, wir haben gar nichts mehr. Kann das sein? Oder haben wir doch noch was? Ah, ein Gemüsehaufen. Der müsste eigentlich raus hier. Der müsste rausgebracht werden. Der Gemüsehaufen. Er hat auch nicht mehr viele Trefferpunkte. Wir haben nur noch... Ne, doch. Ein Eintopf haben wir noch. Ach du Scheiße. Ja, ess mal. Hat sie denn überhaupt was zu essen? Ne. Ja, dann ess doch mal, Mädel. Also Holz ist momentan ganz unwichtig. Wir müssen erstmal ernten. Wir haben nämlich gar nichts mehr zu essen. Wir haben ja auch nichts davon, wenn sie gar nichts mehr haben. So, warte mal, Diana, war die nicht ein Koch? Kochkunst 7. 4. 9. Clemens. Clemens, kannst du nicht? Brennstoff. Brennstoff haben wir. Wo ist denn jetzt der Kohl? Kochmaterial. Okay, wir brauchen aber mehr. Jetzt sind die alle hierbei, ne? Okay, sie macht irgendetwas anderes.
Die sind hier noch so beschäftigt mit ihren. Oh, ja, war vielleicht zu viel des Guten. Ich weiß nicht, ob das so gut war, was wir da gemacht haben, aber wir müssen jetzt erstmal abernten. Das Schlimme ist ja auch, dass wir verdammt viel. Okay, Diana tut beten. Könntest du das bitte? So, bitte, wir brauchen den Kohl. Wir brauchen die Nahrung. Warte mal, ich muss da ganz kurz mal was einstellen. Das geht nicht, dass die bauen, ernten. Das kann doch gerne Diana tun, weil wer ist ein Koch? Wo waren das jetzt nochmal? Kochen war hier eins. Goldgleaf und Clement eigentlich. Genau. Wir brauchen die Nahrung, Leute. Dringendst. Guck mal, der Tag ist auch schon wieder vorbei. Uiuiuiui. Ich meine, das ist schon notwendig. Die Bäume, die brauchen wir für kommende große Projekte wie die hier. Aber wir brauchen auch Kohl. Der wird jetzt schon mal rangeholt an guten Meter. Und was macht er jetzt? Er verarbeitet das. Wunderbar. Okay. Mach mal bitte zum Lagerplatz. Das kann nicht sein, dass das hier schon wieder. Schon ist es schon wieder Nacht. Oh Mann, ey. Wie viel haben wir denn davon noch? 4 Stück. Okay, ich lasse das jetzt mal so ein bisschen. Und sie spielt alleine wieder Backgammon. Oh Mann, ey. Ich würde sie dann erstmal prioritätstechnisch hier einbauen. Aber jetzt haben wir natürlich ein bisschen das Problem. Also die ackern sich jetzt hier, das ist ganz gut, weil wenn das fertig ist, dann haben wir erstmal genug. Dann ist erstmal vorbei mit Holz. Wir bräuchten halt 2 Leute, die sich nur um Ernten kümmern. Erstmal. Hier die Ecke, kann man die nicht wegmachen? Anscheinend nicht. Ach, das macht sie jetzt noch schnell. Alter Falter. 9 Eintopf haben wir noch. Okay, gut. Essen haben wir. Das ist erstmal relativ. Wir lassen mal 10. Räucherfleisch, ja. Dafür fehlt uns rohes Fleisch. Obwohl wir haben momentan Nahrung, wir brauchen erstmal nichts, aber wir haben es schon mal. Alles gut. Nicht genügend Ressourcen, das wissen wir. So, jetzt haut euch mal bitte hin. Klingt so, als wenn die Musik sich aufgehangen hat. Oder? Es wirkt fast so. Schon ein bisschen düster, mystisch, die Musikstimmung, muss man ja mal sagen. Ich hoffe nicht, dass das jetzt ein Bug ist, weil.
Weil das brauche ich ja dann doch nicht. Erstmal. Machen wir die Musik erstmal aus. Ist mir gar nicht jetzt aufgefallen in der gesamten Zeit. Okay, ich lasse die jetzt erstmal machen. Spul mal auch ein bisschen vor. Die essen, die sind fröhlich. Da wird geerntet, das ist super. Sehr cool, genau so habe ich mir das erhofft. Genau, das heißt, wir haben wieder Nahrung definitiv genügend. Das kann abgeerntet werden. Das kann gemacht werden. Ja, super. Grüner Daumen, Errungenschaft. Dankeschön. Boah, Kochkunst, Stufe 15. Alter, unser guter Koch, ey. Botanik, Stufe 2, süß. Ah, haben wir Glück, dass da vielleicht noch nichts kaputt gegangen ist, wa? Haben wir echt Glück. Okay. Leute, ihr wisst aber schon, dass dieses Kochmaterial irgendwo... Ah, okay, sie ist da immer noch am werkeln. Alter. So, Diana, ich habe gleich eine Aufgabe für dich. Nee. Bring das mal bitte ins Lager. Weiß auch gar nicht, ob sie mehr mitnehmen kann. Also ihr wisst, was ich meine. Kann sie... Ah, guck mal. Toll. Okay. Haben wir auch. Auf dem Holzweg. Er wurde schwach und blutend von einem Bürger von Capellion gefunden. Nach der Axt und dem zerbrochenen Holz zu urteilen, hatte Arterik eindeutig einen Unfall beim Holzfällen. Würdest du ihn aufnehmen und gesund pflegen? Die Siedler knallen die Tür zu und ließen Adric draußen. Die Siedler beschlossen, ihn aufzunehmen. So, wir brauchen auf jeden Fall schon mal, ich würde sagen, Diana. Wo liegt denn der Gute jetzt? Jetzt ist das da. Ah, verwundeter im Bett tragen. Beowulf. Beldewulf macht's. Alles klar. Cool, wir haben einen neuen Siedler. Ich würde sagen, da haben wir ja ein bisschen was zu tun. Ja, würde ich sagen, dann mache ich hier erstmal den kleinen Cut. Und dann bin ich ja mal gespannt, was unser kleiner neuer Siedler, der gute Arterik, nennt er sich, was der so alles kann. Aber dazu denn auf jeden Fall in der nächsten Folge mehr. In dem Sinne, tschüss.